Herzlich willkommen zu Rappers Raw. Mein Name ist Romina Mann, das ist Kurt und mein allererster Studiogast wird sein mein guter Freund Serafinale, einst Rapper, nun Keule Rocker und aber vor allem grandioser Songwriter für die Großen im Showbusiness. Ob sie es zugeben wollen oder nicht, ich begrüße Sera, willst du kommen? Soll ich? Bitte. Wir sind nicht die Hauptstadt, jetzt wir sind die Stadt überhaupt. Du darfst gerne mal kommen und schauen, solange es die Stadt dir erlaubt. Das ist dann spuckt sie die Chance, wie Juppies mit Sekt im Glas. Ich hab ein Geschenk mitgebracht. Ja, das hat aber jetzt, genau. Ich werde es hier drüben platzieren. Hier, ja, oder hier? Setz dich doch bitte. Ich habe mir die schönste Couch ausgesucht und würde dich bitten, trink doch erst mit mir ein Schnäpschen. Genau. Ja. Um die Zunge zu lockern. Wir trinken aus einem Glas, das macht das Ganze ein bisschen freundschaftlicher. Es ist wie, hat ein bisschen was von Blutsbrüderschaft. Jetzt jeder so ein. Geil. Bitte, der Gast zuerst. Prost. Hau rein. Und dann sag mir, wie er schmeckt. Geil. Bisschen wie Mon Cherie. Sera, woher kennt man dich? Oh. Oh. Aus Film, Funk und Fernsehen. Und aus dem Internet. Also man kennt mich von ganz früher, habe ich natürlich gerappt. Dann warst du eine der Hauptrollen bei Status Jo. Genau. Super Film, wir haben Berliner Ehrenbären bekommen. Ja. Ne? Und danach habe ich noch weiter gerappt. Und dann, naja, dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben für andere. Und durch einen Zufall habe ich Klaus getroffen und wir haben Keule gegründet. 2x12, 38, 10. Ansonsten hast du jetzt ein Riesenproblem. Ich hab dich gestern Nacht auf YouPorn gesehen. Mit einem Tennisball zwischen den Zehen. Dass ich dich kenne, ist mir unangenehm. Ich glaub, du hast ab jetzt ein Riesenproblem. Das war schön. Viel schöner finde ich aber, wenn wir jetzt eine Runde Hip-Hop-Quartett spielen würden. Das habe ich nämlich gefunden in einem Laden meines Vertrauens. Geil. Und da sind nur die Besten drin. Allerdings. Bist du da auch drin? Ich bin da auch drin. Ja? Ja. Ich bin irgendwie auf jeder Karte drauf. Jetzt pass mal auf. Guck mal, Azad, Savage, Jalil, Tefla und Jalil. Also, Busy Bee, kenne ich nicht. Jonesman, kenne ich nicht. Serafinale, so. Plattenbau, Ostblock Plattenbau. Aktiv seit 1998? Genau. Stimmt? Radioaktiv. Releases? 18. Hä, du hast doch nur. Du, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe auch viele Platten und so Vinyl-Sachen rausgebracht. Insgesamt sind es 18 gewesen. Bestverkauftes Album, 11.000 Stück. Ja. Features 62. Ja. Längste Tour, 32 Tage, war mit? Das war mit Kreuzfeld Jakob, Savage, KMC, Jorilla, Clouseau. Und mit Guru warst du auch mal auf Tour? Mit Guru war ich auf Tour. Der hat mich persönlich eingeladen und dann war ich bin ich mit dem eine Woche durch Deutschland getingelt und habe mit ihm immer das letzte Lied auf der Bühne zusammen gerappt. Hast du da auch so gemacht hinterher? Nee. Ach so. Nee. Das hat er bei mir gemacht. Du hast zwar gerade eben gesagt, dass du eigentlich nicht so richtig Bock hast, vielleicht ein drittes Album zu machen. Oder dass du dich auch nicht so richtig dran traust. Ich weiß nicht genau, was es eher ist. Aber planst du's? Ja. Bei Kiss FM habe ich nämlich letztes Jahr gehört, dass du was planst. Scheiße! Ja, ich plan's. Ja? Mhm. Es ist bloß kompliziert, weil ich will es auf jeden Fall mit Joker F und Bizarre machen. Die haben wenig Zeit, die machen ja wahnsinnig viel. Die sind jetzt mit Deutschland durch und sind ziemlich oft in Los Angeles und so. L.A. Ich habe viel zu tun, aber wir gehen es jetzt an langsam. Ja. Das fängt jetzt an. Ich habe auch schon 3 Lieder geschrieben. Prognose, wann kommt's? Ungefähr. So wie ein Musiker halt Prognosen machen kann. Ende des Jahres. Nein. Ja. Im Herbst kommt doch das Keule-Album. Na und, dann habe ich ja Zeit. Keule-Album dauert normalerweise 2 Wochen. Na gut, okay. Na gut. Und mit wem würdest du denn unbedingt gerne mal Musik machen? Egal ob Rap, Rock oder auch andere. Ich würde natürlich gerne mal mit Stefan Raab ein Lied machen, was dann ausgekoppelt wird und womit ich dann beim Eurovision Song Contest antreten kann. Das wäre ganz geil. Stefan, ich habe euch jetzt offiziell vorgestellt. Ich habe schon, eine super Songidee. Dick sein ist fett. Da spricht man auf jeden Fall eine Menge Leute an. Ja, und auch Stefan Raab neigt zumindest dazu, auch wenn er jetzt durch seine ganzen Action-Sachen so Schlag den Raab und so durchaus
schlankerer Natur geworden ist. Ihr habt da ja sicherlich vielleicht einen ähnlichen Körperbau. Wir haben den ähnlichen, wir haben ähnlichen Stoffwechsel, ja. Ja, ihr habt einen ähnlichen Stoffwechsel. Aber Musik gemacht, und zwar Rap, hast du letztes Jahr, da gab es ein Video, ja, mit nämlich dir, mhm, und auch mit Zilla, Megalo und der dritte... Said. Said, genau. Und da gucken wir doch mal kurz rein und sehen uns das Ganze an. Ah? Deine Stadt ist für mich Ausland. Wir sind nicht die Hauptstadt, Platz. Wir sind die Stadt überhaupt. Und du darfst leider nicht mehr herkommen, weil sie die Stadt nicht erlaubt. Und heute steht sie einmal mehr im Fokus. Dein Kopf ist eher ein Loco. Sokus Pokus, der Berliner Schwanz geht einmal mehr. Excuse me, this is actually a private tour, so if you wouldn't mind leaving, then that would be great. Thanks very much. Sag mal, wollten dich die Touristen oder die Touristenführerin nicht eventuell anschließend verkloppen? Oder hat sie es gemacht? Nee, sie wollte mir dezent eine Bombe auf den Brustkorb geben, ja, für die Aktion. Aber sie konnte nicht Deutsch. Obwohl, hat sie, ja doch, sie hat, ja. Und ja, die fanden mich alle total kacke, aber das beruht ja auf absoluter Gegenseitigkeit, von daher. Wunderbar. Ne? Jetzt sieht man ja in dem Video, im Vergleich zu wie du früher quasi aussahst, ja, da hat sich ja schon ein bisschen was getan, ne? Ja. Ja. Also, das ist ja so offiziell Keule. Mhm. Du und Klaus, da sieht man übrigens den schönen Klaus. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Aber er ist vor allem süß. Ja, ja, kann man nicht anders sagen. Und jetzt aber zum Vergleich. Ja, was denn? Serafinale damals. Genau. Ja. Ganz viel Schrift auf dem Shirt, ganz ernster Blick. Und 8XL-T-Shirt. Hip-Hop is yo, ja, ja, genau. Wie viel XL-T-Shirt war's? Und dann noch schön so das Tattoo zeigen, so, guck mal, ja, gerade frisch gemacht. Ich bin total krass tätowiert. Wie viel XL? Es war normalerweise 3XL, Modell Kleidersack. Ja, ja. Und steht da auf deinem Arm Serafinale? Da steht Serafina, das ist der Name von meiner Tochter. Na, da hast du aber so gemacht, oder? Ich habe sie früher immer auf dem Arm getragen, jetzt trage ich sie für immer auf dem Arm. Sie ist doch noch so klein. Okay. Ey, Type. Komm, wir komm, Prost. Also, du hast einen Zug drauf. Ist 8 Uhr früh an der Stelle. Naja, gut. Das ist auf jeden Fall die allerbeste Überleitung zu unserem Hausbesuch bei dir zu Hause. Genau. Letzte Woche. Mhm. Da kann man nämlich auch noch mal gut sehen, was trug denn Sera einst und was trägt er jetzt. Genau. Der Einspieler. Halli, hallochen. Hallo Sera. Na? Komm rein, das ist Kurt. Hallo Kurt. Pass auf, er ist ein bisschen Gangster. Okay. MTV. Boom, 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 boom. Ja, genau. So, das ist aber schön, dass du uns bei dir zu Hause begrüßt, weil perfekter Eingang. Ja. Deine Schuhe. Ja, das sind meine Schuhe. Mein ganzer Stolz, in meinem Bescheiden. Das ist ja total bescheiden. Willst du uns ein, zwei Schätze zeigen? Ja, gerne. Das ist zum einen hier der, den habe ich neulich in Paris gefunden. Das ist der Atmos Safari Elephant. Und ist hier zum Beispiel der Biotech. Den gibt es nur 30 Mal auf der Welt. Hier habe ich, gerade war doch Soulmart, ja, in Berlin. Und den habe ich mir selber machen lassen. Ne? Es gibt ja auch noch IDs. Ne? Und Sera. Und hier auf der anderen Seite. Keule! Keule! Sprechen wir noch. Ja, 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 da müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Da reden wir noch drüber. Also ich finde die eigentlich alle hübsch. Es gibt jetzt keinen, den ich partout nicht mehr anziehen will. Ich trag bloß nicht mehr gerne Air Force One. Sera, sag mal, hast du ein T-Shirt-Fabel? Ja, ich sammle T-Shirts. Größtenteils Band-T-Shirts. Und anderen Quatsch. Und was ist dein Lieblings-T-Shirt? Das habe ich an. Terminator. Zeig mir noch mal eine Modesünde. Du hast hier auf jeden Fall was drin, so groß wie der Schrank ist. Und zieh sie auch bitte an. Oh Mann. Ja, ich bin fertig. Soll ich kommen? Super, komm, bitte. Wir sind nicht die Hauptstadt, Biatch. Wir sind die Stadt überhaupt. Hast du mich gerade Biatch genannt? Hip-Hop ist im Haus. Ach so. Klar. Ist geil, oder? Ja. Ja, so war das 2003. Prost. Prost. Lach nicht. Alter Sera, das sind verdammt viele Schuhe. Das sind vor allem mehr Schuhe, als ich habe. Und das heißt eventuell was. Ja, alle haha, machen na, schon hahaha. Ha, ha. Da kommt der weibliche Teil in dir durch und sowas. Ja, das sind viele Schuhe. Das sind ungefähr so 150 bis 200 Paar.
Und bist du auf jedes einzelne stolz? Mhm, eigentlich schon. Ich habe vor allen Dingen bin ich auch extrem stolz. Ich habe mir neulich ein frisches Paar Adiletten geholt. Geil. Geil. Für den Sommer perfekt. Warum bist du eigentlich nicht mit Adiletten hier angekommen dann, wenn du es so schön findest? Nö, ist auch nicht so warm heute draußen. Ich habe mir was Spezielles gedacht. Ich habe die Huffs an, die MX-1er Huf. Die sind ganz fein. Passen auch zum T-Shirt hier, ne? An der Stelle würde ich dich ganz gerne kurz bitten, aufzustehen und zu zeigen, dass du nicht nur viele Band-T-Shirts in deinem Schrank hast, sondern du trägst sie auch andauernd. Ja. Bitte. Präsentiere es wie ein Model. Sie geht zur Disco und sie hottet ab. Es steht daneben und der Klotz beknackt. Man sieht, du bist auf der Fashion Week in Berlin Gast. Ich war früher mal Fußmodel, aber das zählt da nicht rein, oder? Das ist ein Bodycon-T-Shirt, ein ganz altes. Guck mal hier, ja. Da ist das Loch drin, auf das bin ich sehr stolz. Und, das hat auch was Laszives. Ich mag die Patina hier, wenn du ziehst und dann siehst du die ganzen Risse und sowas. Ne? Das ist ein wundervolles T-Shirt. Das ist auch das einzige auf eBay gewesen. Ich schaue manchmal so. Und manche Band-Shirts, die ich habe, die habe ich damals bei WOM gekauft. Wer WOM noch kennt, der weiß, wovon ich rede. Klar. Das war ein Plattenladen. Damals gab es ja. Da gab es auch CDs und Kassetten und Zeug. Meine ich ja. Ja. Und das hat 12 Mark gekostet und jetzt kostet es bei eBay 750 Euro. Aber sage mal, Sera, du sitzt schon seit Stunden auf dem Trockenen. Willst du noch was trinken? Ja, ich hätte. Also, ich habe Wasser, Rhabarberschorle, Sternburger. Nein! Denn Keule gibt ja, oder hat ja ein Sternburger-Liedchen gemacht. Ja. Ja? Sternis vom Himmel und so. Oder, aber, und jetzt zeige ich dir was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob du drauf stehst, aber es kann natürlich sein. Zum Kotzen. Na dann nicht. Aber wir trinken es, komm, wir trinken. Wir trinken es jetzt. Nö, nimm doch das Sternburger. Also ich meine, ich habe dadurch, dass ich mein Leben lang, ich habe 19 Jahre gekifft, in 2 Minuten habe ich das wieder vergessen. Dann kannst du den Jägermeister wieder rausholen. Wir probieren es einfach gleich nochmal. Ja, genau, meine ich ja. Setz dich doch einfach. Sag mal, darf ich den Kurt bei mir auf den Schoß nehmen? Weil der klar, sitzt wenn er möchte. Aber Kurt, nur wenn er möchte. Möchtest du zu mir auf den Schoß kommen? Kurt? Komm her. Ich nehme ihn einfach mal so. Ich finde, er lag aber auch, naja. Ja, aber das hat sowas von Loriot. Freundet euch doch an. Kurt, die setz dich mal zu mir hier. Genau. Fein, Kurt. Ganz fein. Ich glaube, er mag die Couch. Ich glaube auch. Ist ja seine Couch. Ja. Hier hinten geht es ja weiter bei mir in der Wohnung. Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir gesehen, also wie gesagt, Bodycount. Dann hast du Snoop Dogg. Lass ihn einfach. Wir reden einfach weiter. Kurt. Ja, genau. Also, nochmal. Bodycount-T-Shirt. Ja. Da haben wir gesehen Snoop Dogg. Mhm. Public Emily. Public Emily, genau. Dr. Dre. Lustig, dass du es sagst, so Metallica? Heißt ein Keule-Lied. Nein. Neues, Public Emily. Gibt es denn ein Stilvorbild? Oder bist du das selber, so als Rapper? Afrika Bambaataa. Ich finde, du hast was von ihm. Die Augen. Ich habe Afrika Bambaataa gesehen auf dem Splash, hat er aufgelegt. Ich habe auch aufgelegt in dem Zelt, nebenbei. Ach, das also, kannst du auch? Ja, in der totalen Hacke einfach. Und da waren aber trotzdem 3.000, 4.000 Leute. Und ich habe gesehen, wie er auf die Bühne gekommen ist. Er hatte diese Filzpantoffeln an, die man normalerweise überkriegt, wenn man so ein Schloss besichtigt oder so, damit man das Parkett nicht kaputt macht. Das hatte er an. Und eine Manta-Hose mit kleinen Karotten drauf. So, ich stand hinter ihm, ich stand hinter dem DJ-Pult und er stand da mit den überdimensionalen Hausschuhen, die waren von hier bis hier, und dieser Manta-Karottenhose. Und seit dem Zeitpunkt, da habe ich übrigens auch angefangen, so Carlo Colucci-Pullover zu sammeln. Das fand ich total geil. Um auf unseren kleinen Clip zurückzuschauen, denn wie viele Carlo Colucci-Pullover hast du denn? Ungefähr 30, schätze ich mal. Wie viele willst du mal haben? Alle. Alle. Gut. Und was ziehst du nur an, wenn du fein ausgehst? Was ist denn da so der Anlass? Oder gehst du nicht fein aus? Ich habe ein Jackett, das habe ich geerbt und mir die Ärmel ein bisschen verlängern lassen. Das ziehe ich dann einfach nur hier drüber. Du hast hier einfach so ein Stück Stoff. In der ähnlichen Nuance. Nee, du kannst von dem Innending, kannst du das noch ungefähr so viel innen. Ja, aber das hat ja nicht jedes, naja, okay. Mhm. Das hat auf jeden Fall hingehauen. So. Ne? Das war ganz maßgeschneidert dann. Und ich würde mir gerne einen Hugo Boss Anzug kaufen. Wenn du möchtest, kannst du mich gerne begleiten. Du kennst dich ja mit Mode gut aus. Nächste Woche Dienstag. Ja, oder nachher einfach. Dann können wir schön boah. Auf den Schreck. Nö, ist klar. Dann gucken wir uns mal dein Look at Me an. Du hast uns nämlich ein bisschen was vorgeführt aus deinem Kleiderschrank. Und das ist das Schöne.
Sera konnte sich das Elend nicht länger mit ansehen und ist mal eben einer rauchen gegangen. Sera? Ja? Kommst du bitte wieder? Ja. Das ist schön. Oh! Ich muss ja sagen, du sitzt ja hier so ein bisschen wie Stefan Raab, ne? Stefan Raab, jetzt mal unter uns, ne? Und dann kann sich ja die Bühne immer bewegen. Du moderierst mich einfach kurz an, ich komme hinter der Kuh vor und dann sagst du ja hier. Ja, ja, wenn du laut bist, moderiere ich dich an. Okay. Hä? Na ja, okay. Jetzt kommt, meine Damen und Herren, der Weltstar aus Funk, Film und auch Fernsehen, Sera Finale! Setz mich hin und jetzt machst du das Ding, bewegst du das Ding noch da? Sera, das macht keinen Sinn. Man macht doch einfach mit. Ah! Jetzt fällt die Bank rüber und jetzt komme ich zurück. Ich bin ja auch Stefanie Raab. Du bist Stefanie Raab, genau. Mensch Gott, sag doch auch mal was. Ach schön. Ich habe gehört, dass du gerne Tatortkommissar werden wollen würdest. Genau, und das werde ich auch werden. Ich werde werden. Also so mit spätestens 40 werde ich auf jeden Fall Tatortkommissar für Berlin sein. Ich brauche noch ein weibliches Pendant. Wie lange dauert's noch? Ein paar Jahre. Und ich möchte, also ich mag Tatort gar nicht gucken. Super, das ist dann auch die richtige Voraussetzung, um Kommissar dort zu werden. Finde ich ehrlich gesagt schon. Warum genau? Weil man sich für eine Seite entscheiden muss, vor oder hinter der Kamera. Klar. Und ich habe extrem Bock darauf, Berliner Tatort-Kommissar zu werden. Und wenn das nicht klappt, werde ich mein eigenes Format drehen. Und das wird bestimmt reißenden Absatz, Anklang, Klicks und was immer kriegen so. Und whatever? Ja, ey, whatever. Ist auch wieder ein Keulenlied vom neuen Keuler-Album. Ne? Whatever. Ja. Willst du einen Aufruf starten vielleicht einfach? Also ich meine, vielleicht hilft es dir ja, du wirst vor 40 Tatortkommissar. Soll ich jetzt sagen, soll ich in die Kamera schauen und sagen? In diese Kamera bitte. Schaut meine Sendung. In ein paar Jahren. Hä? Eigentlich meinte ich eher einen Aufruf an die Tatort-Casting-Redakteure. Hallo Sera, na? Hi. Ich bin kein Casting-Redakteur. Nee. Du willst keinen Aufruf machen? Na, ist ja auch egal. Dann gucken wir jetzt doch einfach mal den Einspieler von dem, was du mir beigebracht hast. Denn Sera ist ja Meister in? Tekken. Tekken! Und du hast mir Tekken beigebracht. Genau. Bitte, der Einspieler. Sera bringt mir jetzt was Illegales bei. Sera? Tekken! Geil! Mein Namen! Okay! Und das lernst du. Und warum muss ich's können? Du schreibst es 400 Mal. Ich darf nicht Tekken, ich darf nicht Tekken. Und dann mein Tag. Okay, cool. Alles klar. Das ist ein ganz leicht geschwungener Bogen. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Das geht so. Wofür ist das da? Einfach so, damit es gut aussieht. Okay. Das lernst du jetzt erstmal, ne? Ja, ich will es ja einmal nachmachen, dann kannst du lehrermäßig Hilfestellung machen. Dann machen wir da direkt daneben. Wundervoll, der Schwung ist perfekt. Ja, ja, ja. Geil. Also ich kann dem nichts hinzufügen, es ist eigentlich perfekt. Ich lasse dir trotzdem noch 2-3 Tage, damit du es perfektionieren kannst. Es ist zu weit auseinander. Nee, es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich find's fein. Hast du ganz fein gemacht. Ganz fein. Na bitte, na bitte. Na bitte. Und meinst du, ich hab's geschafft? Es ist dezent Luft nach oben, aber du bist auf einem richtig guten Weg und wir treffen uns nächstes Jahr und malen zusammen eine ganze U-Bahn. Ja, we do whole cars. Bitte? Was? Heißt es nicht so? Ach so, Type. Hast du überhaupt noch was zu trinken? Also, ich zeig dir jetzt, dass ich das nämlich kann. Ja, genau. Den haben wir auch mal interviewt, Herrn Krink. Soll ich das dir noch mal vormachen? Ich habe hier einen ganz tollen Kalender und dessen Rückseite kann man nehmen, um zu schmuddeln. Man kann auch die Tiere betecken. Na, dann beteck doch mal ein Tier. Und Sera möchte euch sein Tag und auch meins, was auf jeden Fall das Bessere ist,
Ohne Worte. Mit dazu also verschenken. Und Overkill verschenkt übrigens auch noch was. Dazu kommen wir aber gleich. Jetzt sollten wir erst mal lüften. Was es denn ist? Es ist nicht Jogi Löw, aber... Darf ich? Bitte. Na toll. Achtung, soll ich so rumhalten? Kurt, pass auf. Achtung, schau genau hin. Auf die Plätze, fertig, los. Alles passt. Ne? Das ist ein wunderschöner MX-1er, jetzt gerade frisch erschienen. Ganz frisch. Hier oben mit dieser sehr, sehr extravaganten Nippel. Und das ist in meinen Augen der schönste MX-1, der in diesem Jahr bis jetzt rausgekommen ist. Und den möchte ich gerne verschenken. Zusammen verschenken. Wir verschenken den. Wir verschenken den an den größten Fan von Serafinale mit unseren Tags und einem Overkill-T-Shirt. Und alles, was ihr dafür quasi machen müsst, ist uns eine E-Mail schreiben und sagen, was soll denn sagen, Sarah? Die müssen uns auch vor allen Dingen das Geld überweisen, was der Schuh gekostet hat, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst macht überhaupt keinen Sinn. Nee, was willst du denn wissen? Also, ich meine, ach, ist eine Preisfrage, ja, oder? Ja, klar. Dann die Preisfrage ist, Hip-Hop ist ... Da denkt man drüber nach. Gerade, weil ich es gut mit euch meine. Okay, es gibt Schuh, Tag, Overkill, T-Shirt. Wollen wir noch ein Foto machen, Sarah? Ja, natürlich. Ein Foto gibt's nämlich auch noch. Es ist unglaublich. Pass auf. Oh, bitte, bitte. Können wir? Ja. Ach Mensch, Kurt. Foto. Ich habe die modernste Kamera aufgetrieben. Weißt du, sowas mag ich. Das hat doch Haptik. Da hat man doch noch was in der Hand, was Schweres. Also. So mal. Weiter? Nee, bitte nicht. Nein, ich hab gehört. Kannst du mir gucken, mal nett? Okay. Frühstückslächeln? Ja. Willst du halten? Bist du nicht größer? Wo drück ich denn ab? Hier, nach hinten. Okay. Pass auf. Die Plätze. Fertig. Los. Da ist es. Jetzt musst du wedeln, als wenn dir heiß ist. Ja, genau. Shake it like a Polaroid. Und sage, so hübsch kann es werden mit mir, Flair, Silla oder auch jeder andere. Oder Orgi. Komm, ich besuche einen Orgi? Ja. Ja, aber das Problem ist, der wohnt doch in Österreich. Der kommt vorbei. Aber wir müssen den ja auch in Österreich besuchen.